Gut, dann würde ich sagen, wir starten jetzt pünktlich, um die Zeit auch voll auskosten zu können. Und genau, ich möchte Sie von Seiten des University Future Festivals ganz herzlich willkommen heißen. Erstmal auf dem Festival. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind. Und freue mich jetzt auch ganz besonders, Ihnen diesen Talk, diese Session ankündigen zu können von AWS. Einmal sehen Sie hier im Bild Florian Höll und Professor Dr. Jens Söldner, die eben diese Session hier halten werden. Und das Ganze geht um das Thema Cloud Computing and the New Normal. Ich bin sehr gespannt und übergebe jetzt an die beiden zu ihrem Vortrag. Sehr gut, vielen Dank. Ich mache mal zwischendurch meine Kamera aus. Einen wunderschönen Mittwochvormittag. Ja, wir freuen uns sehr, heute hier auf dem University Future Festival zu Ihnen sprechen zu dürfen. Was haben wir Ihnen mitgebracht? Die folgenden 30 Minuten sind dreigeteilt. Die ersten 10 bis 12 Minuten nutze ich, um über eben Cloud Computing als der New Normal zu sprechen und zu zeigen, wie Ihnen die AWS Cloud im Bereich Lehre und Forschung helfen kann. Im zweiten Teil stelle ich Ihnen das Programm AWS Academy vor. Ein Programm, welches von AWS entwickelt wurde, gemeinsam mit Ihnen zu helfen, den Skills Gap im Bereich Cloud Computing zu schließen. Im dritten Teil wird Ihnen Professor Jens Söldner vom AWS Academy Programm an der Hochschule Ansbach berichten. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Florian Höll, ich bin Senior Solutions Architect für Education Research im öffentlichen Sektor bei Amazon Web Service für die Region DACH. In meiner Rolle als Solutions Architect arbeite ich mit Hochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen zusammen, die im Begriff sind, die AWS Cloud einsetzen zu wollen, aber auch mit Einrichtungen, die bereits Cloud Computing nutzen und daran arbeiten, Cloud Computing weiter zu optimieren. Ich selbst bin Diplom-Informatiker, habe mehr als 12 Jahre Berufserfahrung im Bereich Infrastruktur, Cloud Computing, agile Lean Product Development, im Design und Architektur hochverfügbare und skalierbare Systeme und das über verschiedene Industriezweige hinweg. Sehr gut. Beginnen möchte ich mit der Fragestellung: Was ist Cloud Computing? Cloud Computing ist die bedarfsabhängige Bereitstellung von IT-Ressourcen über das Internet zu nutzungsabhängigen Preisen. Statt physischen Rechenzentren und Servern zu erwerben, zu besitzen oder zu unterhalten, können Sie bei einem Cloud-Anbieter bei Amazon Web Services nach Bedarf auf Technologieservice wie beispielsweise Rechenleistung, Speicher und Datenbanken zugreifen. Daran hängt die Frage, wer nutzt Cloud Computing? Unternehmen unabhängig von Art, Größe und Branche nutzen die Cloud für eine Vielzahl von Anwendungsfällen. Dazu zählen zum Beispiel Datensicherung, Notfallwiederherstellung, E-Mails, Virtual Desktop, Softwareentwicklung und Tests, Big Data Analysen und Webanwendungen. Beispielsweise verwenden Unternehmen im Gesundheitswesen die Cloud für die Entwicklung personalisierter Behandlungen für Patienten. Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor nutzen die Cloud für die Betrugserkennung und Verhinderung in Echtzeit. Darüber hinaus nutzen Videospieleentwickler die Cloud, um Online-Spiele für Millionen von Gamern auf der ganzen Welt bereitzustellen. Unternehmen, Einrichtungen im Bereich Lehre und Forschung nutzen die Cloud zum Beispiel, um ihre Learning Management Systeme, LMS, in der Cloud zu hosten oder greifen im Bereich Forschung auf die schier unendlichen Kapazitäten der Cloud zurück. Der Cloud zurück, ne? Die Slide, jetzt ist es halt da. Sei es im Bereich Rechenleistung oder Speicher, um ihre Forschung zu beschleunigen. Genau, dazu habe ich noch später 2 Beispiele mitgebracht. Was sind die Vorteile von Cloud Computing? Da haben wir zum einen Agilität. Die Cloud ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugriff auf ein breites Spektrum an Technologien. Damit können Sie Innovationen beschleunigen und nahezu alles Denkbare realisieren. Ressourcen lassen sich in Anführungszeichen entsprechend nach oben skalieren. Das gilt sowohl für Infrastrukturservice wie Datenverarbeitung, Speicher, Datenbanken, als auch für das Internet of Things, Data Lakes, Analysen und vieles mehr. Sie können Technologieservices nur wenig mit bereitstellen und den Zeitraum von der ersten Idee bis zur Implementierung im Vergleich zu vorher um Vielfaches verkürzen. So können Sie frei experimentieren und neue Ideen testen, um Kundenerlebnisse zu differenzieren und Unternehmen zu transformieren. Zum anderen haben wir Elastizität. Mit Cloud Computing müssen Sie nicht viele Ressourcen von Anfang bereitstellen, um zukünftige Spitzenwerte der geschäftlichen Aktivität bewältigen zu können. Stattdessen können Sie die Menge an Ressourcen bereitstellen, die Sie tatsächlich benötigen. Diese Ressourcen lassen sich unverzüglich nach oben und unten skalieren, damit Sie die Kapazitäten Ihrer Anforderungen entsprechend erweitern und verringern können. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Kosteneinsparung. Der Cloud verzichten Sie zugunsten variabler Kosten auf umfangreiche Kapitalinvestitionen, zum Beispiel Canvas, Rechenzentrum, Server und seien stattdessen nur für die IT-Ressourcen, die Sie tatsächlich in Anspruch nehmen.
Davon aus fallen die Variablenkosten aufgrund der enormen Größenvorteile im Vergleich zu einer eigenständigen Bereitstellung wesentlich geringer aus. Ein weiterer Vorteil ist die weltweite Bereitstellung in wenigen Minuten. Mit der Cloud können Sie eine Ausweitung auf weitere geografische Regionen und globale Bereitstellung in Minuten erzielen. AWS verfügt beispielsweise über eine Infrastruktur auf der ganzen Welt. Da können Sie Ihre Anwendung mit ein paar Klicks in mehreren physischen Standorten bereitstellen. Durch eine geringere Entfernung der Anwendung zu den Endbenutzern wird die Latenz verringert und das Kundenerlebnis verbessert. Check. Was bietet Ihnen die AWS Cloud dafür? AWS stellt Ihnen mit der AWS Cloud eine hochverfügbare, skalierbare und kostengünstige Infrastrukturplattform zur Verfügung. Sie sehen es hier, in dieser Infrastrukturplattform sind zahlreiche Cloud-Services enthalten. Wir haben über 175 plus Services. Sie sehen es hier auf der Grafik. Die AWS Cloud bietet im Vergleich zu anderen Cloud-Anbietern mehr Services, die darüber hinaus über einen größeren Funktionsumfang verfügen. Dazu zählen Cloud-Services in den Bereichen Datenverarbeitung, Speicher, Datenbanken, Netzwerk, Data Lakes und Analysen, Machine Learning und Künstliche Intelligenz, IoT sowie Sicherheit und viele weitere Services. Neben den Cloud-Services bietet die AWS Cloud auch Lösungen. Wir nennen sie Solutions. Die AWS Cloud ist ein umfangreiches Portfolio an Lösungen, die Ihnen dabei helfen, häufige Probleme zu lösen, mit der AWS Cloud schneller Lösungen zu entwickeln. Jede AWS-Lösung umfasst eine detaillierte Architektur, sowie ein Bereitstellungshandbuch, sowie eine Anleitung sowohl zur manuellen als auch zur automatischen Bereitstellung. Was sind die Gründe, die wir sehen, warum Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen Cloud Computing adaptieren? Neben den eben genannten Gründen wie Agilität, Elastizität, Kosteneinsparung und weltweite Bereitstellungen wäre zum einen erhöhte Geschwindigkeit und Agilität. Das heißt, Kapazitäten können einfach hinzu oder auch wieder weggenommen werden. Aber auch Fit-for-Purpose spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Das heißt, die Vielzahl der Services gibt Ihnen die Möglichkeit, die Technologie zu wählen, die am besten zu Ihrem Anwendungsfall passt. Sollte sich über die Zeit hinweg herausstellen, dass die getroffene Technologie weit doch nicht die geeignete ist, können Sie diese auch kurzerhand wieder deprovisionieren und die Technologie Ihrer Wahl provisionieren. Vergleichbar mit Time-to-Market in der Industrie ist auch in der Wissenschaft Zeit mitunter ein tragender Faktor. Cloud Computing ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Forschungsinfrastruktur in nur wenigen Minuten. Ein weiterer wesentlicher Grund, den wir sehen, ist Sicherheit. Für AWS ist Sicherheit, wie wir es nennen, Job Zero. Die AWS Cloud stellt Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen bereit, um Ihre Daten und Privatsphäre zu schützen. Ein weiterer wesentlicher Grund des Cloud Computing ist die Skalierbarkeit. Durch die Verwendung der Cloud müssen Sie keine Kapazitäten mehr raten und auf das Maximum hinaus im Vorfeld bereitstellen. Sie können, wie vorhin schon erwähnt, nach Bedarf skalieren, sei es rauf, wenn Ihre Bedürfnisse steigen oder auch wieder runter, wenn diese wieder sinken. Ein zusätzlicher Aspekt, den wir sehen, ist die globale Erreichbarkeit bzw. auch Zugänglichkeit. Hier globally accessible. Das heißt, Sie können die AWS Cloud auch als globale Kollaborationsplattform betrachten, über die Ihre Forscher, Professoren, Lehrkräfte und Studierende weltweit miteinander arbeiten und kollaborieren können. Und wie bereits in der Definition zu Cloud Computing erwähnt, verwenden Sie die Cloud zu nutzungsabhängigen Preisen. Das ist ein Pay-as-you-go-Pricing-Modell. Bedeutet, Sie bezahlen nur das, was Sie am Ende des Tages auch tatsächlich verwenden. So. Hier. Das erste Beispiel, was ich hier mitgebracht habe, ist aus dem Bereich Forschung, und zwar das Quantitative Biology Center, auch CUBIC in Tübingen. Der eine oder andere von Ihnen mag es vielleicht kennen. Das Zentrum für Quantitative Biologie ist eine Forschungseinheit der Universität Tübingen. CUBIC bindet das Know-how von insgesamt 10 Tübinger Einrichtungen, die über eine ausgezeichnete Ausstattung und Kompetenz in der biomedizinischen Analytik wie auch in der Bioinformatik verfügen. Als Core Facility stellt das Zentrum seine Leistungen in allen Fakultäten und Forschungseinrichtungen zur Verfügung, das quasi am Standort Tübingen auch darüber hinaus. Schwerpunkte liegen dabei auf Hochdurchsatztechnologien und der Bioinformatik. Was waren die Herausforderungen? Forscher am CUBIC verwenden High-Performance-Computing, HPC-Plattformen, um Genomdaten zu analysieren. CUBICs HPC-Workloads werden weitgehend in ihrem eigenen On-Premise-Rechenzentrum gehostet. Mit der schnellen Zunahme der Daten stellt CUBIC nun vor der Herausforderung, den Anforderungen entsprechend schnell und kosteneffizient wachsen und skalieren zu können. Zusätzlich benötigen die Forscher eine gesteigerte Performance, sodass die Datenmenge schneller analysiert und die Erforschung abgeschlossen werden können. Was war die Lösung? Also CUBICs Bedürfnis nach eben Skalierbarkeit und Performance hat sie zur AWS Cloud geführt. Die AWS Cloud lässt sich hervorragend mit Nextflow und dem NF Core Framework integrieren und ermöglicht damit skalierbare wissenschaftliche Workflows unter der Verwendung von Software-Containern.
Qubik verwendet im Nextdoor in der AWS Cloud für Workflow Management und AWS Batch für die Automatisierung und Orchestrierung von Nextflow Batch Jobs. Okay. So. Kann man mir kurz Feedback geben? Kann man mich noch gut hören? Ist teilweise ein bisschen leise. Okay. Ich habe aber nichts am Setup geändert. Okay. Besser? Okay, dann probieren wir es so. Gut, dann machen wir noch weiter. Genau, was war die Lösung? Eben, wie gesagt, genau, Qubik verwendet nur Nextflow in AWS Cloud für Workflow Management und AWS Batch für die Automatisierung und Orchestrierung von Nextflow Batch Jobs. Zusätzlich zur reduzierten Queue-Time von 50% konnte durch die Verwendung von AWS EC2 Spot Instances die Kosten der Analyse verringert werden. Was sind die Vorteile, die Qubik dadurch gewinnen konnte? Also diese Architektur hat Qubit in die Lage versetzt, den Vorteil von Parallel Processing zu nutzen, also Parallelverarbeitung, und sie können nach Bedarf skalieren. Mit der skalierbaren Parallelverarbeitung ist es ihnen jetzt noch möglich, von 30 Proben auf 100.000 Proben in einem Forschungsprojekt zu skalieren. Jetzt spielt jemand mit meinen Slides. Ich bin's nicht. So, das wäre das nächste. Sehr gut. Genau, vergleichbar mit der Industrie wollen oder müssen auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen schneller agiler werden, um den wachsenden Anforderungen und Kunden gerecht werden zu können. Die Erwartungen, die damit einhergehenden Anforderungen ihrer Endkunden, also Lehrkräfte, Forscher, Studenten, verändern sich auf dramatische Art. Die Bereitstellung und Anpassung von Infrastruktur mag in der sogenannten alten Welt, traditionellen IT, Wochen bis hin zu Monate gedauert haben. Wenn wir von den New Normal sprechen, ist dies nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage geschieht die Bereitstellung von Anpassungen und Infrastruktur innerhalb weniger Minuten. Zum Beispiel, wie es hier steht, hinzufügen einer neuen Entwicklungsumgebung oder einer komplett neuen Produktivumgebung, hinzufügen einer kompletten Umgebung in einer neuen Region, um auch dort verfügbar zu sein, oder einfach nur das Hinzufügen oder Wegnehmen von wirklich 1000 plus Servern. Und daher hebt Cloud Computing die IT auf ein neues Level der Agilität und dies wiederum ermöglicht Einrichtungen, den Erfolg ihrer Studenten weiter zu unterstützen. Jetzt. Das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist die Brandenburg University of Applied Science, THAB. Die Technische Hochschule Brandenburg ist eine junge, moderne Hochschule mit ausgezeichneten Studienbedingungen vor den Toren Berlins. Mit ungefähr 2600 Studierenden, 67 Professoren und Professoren arbeitet die THAB immer an neuen Forschungsthemen, eben in den Bereichen Informatik und Medien, Technik sowie Wirtschaft. Was war auch hier die Herausforderung? Im Frühjahr diesen Jahres musste die THAB aufgrund der Coronavirus-Pandemie ihren physischen Campus schließen. Vor der Herausforderung standen viele Universitäten und Hochschulen. Die Hochschule benötigte kurzfristig ein Videokonferenzsystem, um Lehre und Lernen weiterhin aufrechterhalten zu können. Und eben das Ganze am besten mit wenig Disruption, also Änderungen, Veränderungen in der Lehre. Auf ihrer Suche nach einem dafür geeigneten System entdeckte die Hochschule Big Blue Button. Das ist Big Blue Button, ist ein Open Source Webkonferenzsystem, das der eine oder andere vielleicht auch kennen mag. Aber Big Blue Button eben in der Kürze der Zeit für mehr als 2000 Studenten auf physikalischen Servern im Rechenzentrum zu hosten, stellte die Hochschule vor eine Herausforderung. Wie sah auch hier die Lösung aus? Die THAB entschied sich dafür, Big Blue Button in der AWS Cloud zu deployen. Genau, da verwendete sie die Amazon Elastic Compute Cloud Service und konnte in kurzer Zeit beginnen, über Big Blue Button Online-Lehrveranstaltungen abzuhalten. Was waren die Vorteile, die die THAB dadurch gewinnen konnte? Genau, zum einen hatte die Anschaffung der eigenen Hardware einen gewissen Investment sowie Zeit für die Installation und Betriebnahme bedeutet. Zusätzlich hat die AWS Cloud eine Vielzahl von Sicherheitswerkzeugen mitgegeben. Und sie haben die Fähigkeit entwickelt, neue Projekte in einer schnellen und skalierbaren Art und Weise zu deployen. Zack. Es gibt noch zahlreiche weitere Möglichkeiten, Einsatzszenarien der Cloud über Infrastruktur hinaus. Um ein paar zu nennen, wie beispielsweise Einbinden von Sprachassistenten im Zusammenspiel der Hochschule, Studenten und Lehrkräften, die Verwendung von Machine Learning, aber auch die Virtualisierung von Laborräumen oder Computerräumen mittels virtueller Desktops oder auch durch das Streamen von Anwendungen. Das gibt es. Zack. Na,
Nee, das Slide nicht. Jetzt. Genau, zusammenfassend kann man sagen, dass im Bereich Lehre und Forschung sehr viel auf der AWS-Card aufbaut. Es ist gerade so, dass Millionen an Studenten, wirklich Lehrkräfte und Forscher über 200 Länder und Regionen weltweit greifen auf Lehrtechnologien und Online-Kurse zu, die in der AWS-Card laufen. Learning-Management-Systeme mit Moodle oder Web-Konferenzsysteme eben wie Dickpo-Button in der AWS-Cloud werden zum New Normal. Forschungseinrichtungen nutzen vermehrt die AWS-Cloud, um Anforderungen an Speicher- und Rechenkapazitäten nachzukommen. Also wir sehen Tendenzen, dass Cloud-Computing im Bereich Lehre und Forschung zum New Normal wird. Genau. Wenn Sie weitere Informationen zu Amazon Web Service, der AWS-Cloud, Cloud-Computing im Bereich Lehre und Forschung finden wollen, finden Sie die auf unserer AWS Education Webseite, hier rechts. Weitere Informationen zum AWS Academy Programm finden Sie auf der Webseite www.awsacademy.com. Das Programm AWS Academy stelle ich nun aber auch ausführlicher vor. Genau. Für all diese Vorhaben in der Cloud, die ich gerade aufgezeigt habe, benötigt es Cloud-Kenntnisse, Cloud-Skills. Cloud Computing Skills sind in der heutigen Zeit bei Unternehmen, auch Einrichtungen im öffentlichen Sektor sehr gefragt und begehrt. Wir bei AWS haben uns intensiv Gedanken gemacht, wie wir unterstützen können, gemeinsam mit Ihnen zusammen den Bedarf an Cloud-Kenntnissen zu fördern und auszubauen. Dadurch entstand unter anderem das Programm AWS Academy, was ich Ihnen vorstellen möchte. Ich will auch aufzeigen, wie Hochschulen das Thema Cloud Computing in ihre Bildungsangebote integrieren können. Wie AWS Academy in der Praxis funktioniert, wird Ihnen Professor Söldner im Anschluss erzählen. Jetzt. Cloud-Technologien unterstützen Unternehmen, Einrichtungen aller Branchen weiterhin dabei, sich in rasantem Tempo zu verändern. Klassisches Stichwort digitale Transformation. Dies führt zu einer sehr großen Nachfrage nach Mitarbeitern mit entsprechenden Cloud-Kenntnissen und Fähigkeiten. Mitarbeiter mit Cloud-Skills sind sehr gefragt. Laut LinkedIn-Daten ist Cloud-Computing die Nummer 1 unter den Hard-Skills, die Unternehmen am meisten benötigen. Nach einem kurzen veröffentlichten Bericht von Global Knowledge waren 2 AWS-Cloud-Zertifikate unter den Top 10 der weltweit gefragtesten berufsrelevanten Zertifikate in 2020. Qualifizierte Fachkräfte, Cloud-Fachkräfte gehören zu den meistgesuchten Talenten auf dem Arbeitsmarkt. Es ist ein ernstzunehmendes Problem und wir als AWS investieren in entsprechende Ausbildung, um zu helfen, den Cloud-IT-Skills-Gap bestmöglich zu schließen. Die AWS Academy will gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, diesen Bedarf einzugehen. Es sind nochmal 2 Überschriften von Artikeln, die zeigen sollen, dass Arbeitgeber AWS-Zertifizierung wirklich sehr schätzen und Arbeitnehmer mit AWS-Zertifizierung einen besonderen Stellenwert genießen. Wie schon erwähnt, sind es Unternehmen aus allen Bereichen, Startups, Enterprise und dem öffentlichen Sektor, die nach Mitarbeitern mit Cloud Computing Skills suchen. Nicht nur junge Startups wie Pinterest oder sogenannte Born-in-the-Cloud-Unternehmen wie Netflix suchen diese Fähigkeiten. Auch traditionelle Institutionen im öffentlichen Sektor benötigen Skills auf ihrem Weg der digitalen Transformation. Wie kann AWS Academy nun dabei helfen? AWS Academy will dabei die Kluft zwischen Industrie und akademischem Bereich überwinden. Wie bereits eingangs erwähnt, will das AWS Academy-Programm dabei helfen, gemeinsam mit Ihnen, den Hochschulen, diese Lücke, diesen Skills-Gap zu schließen. Dafür bietet das AWS Academy-Programm Hochschulen einen kostenlosen, lehrfertigen Cloud-Computing-Lehrplan, der die Studierenden und Branchen auf branchenweit anerkannte Zertifikate und gefragte Aufgaben und Tätigkeiten im Bereich Cloud-Computing vorbereitet. Die Hochschulen können die Kurse übernehmen und anbieten, wie sie sind, können diese auch gerne in bereits bestehende Programme ihrer Hochschule einbinden. Hier gibt es also jede Menge Flexibilität. Unser Lehrplan hilft Lehrkräften, den Schülern die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um an einer der am schnellsten wachsenden Branchen später eingestellt zu werden. Was sind die Vorteile des AWS Academy-Programms? Wie gesagt, Einrichtungen halten Zugang zu kostenlosen, lehrfertigen, von AWS entwickelten Lehrplänen. Diese Lehrpläne erhalten auch regelmäßige kostenlose Updates, um den aktuellsten Cloud Computing Best Practices zu entsprechen. Lehrkräfte erhalten Zugang zu innovativen Cloud Computing Kurse sowie ein kostenloses professionelles Cloud Computing Training. Studierende werden über das AWS Academy auf eine Tätigkeit im Bereich Cloud Computing vorbereitet. Sie werden Fähigkeiten, die Personalmanager sehr schätzen, erhöhen damit die Chance auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz in einer der am schnellsten wachsenden Branchen. Wichtig ist auch, sowohl Lehrkräfte als auch Studierende erhalten 50% Rabatt
auf die Prüfung einer AWS-Zertifizierung. Na, wie sieht so ein Lehrplan aus? Ein Lehrplan-Curriculum besteht aus folgenden Bestandteilen. Da ist zum einen sind Lecture Models, Hands-on Labs, Knowledge Decks oder Project Exercises. Der pädagogische Ansatz von AWS Academy wurzelt im empirischen Lernen, das heißt Lernen durch Ausprobieren, praktische Erfahrungen machen. Bedeutet, nach der theoretischen Grundlage in einem Lecture-Modul geht es weiter zu aktiven Beispielen in Hands-on-Labs, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Über Knowledge-Checks, sogenannte also Multiple-Choice-Quizzes, nach jedem Modul kann man sein gelerntes Wissen auch testen. Genau, welche Lehrpläne, Kurse bietet AWS Academy an? AWS Academy bietet eben 6 Kurse mit den dazugehörigen Lernressourcen, mit denen Studierende eine Reihe von Fähigkeiten in der AWS Cloud entwickeln können. Da wären zum einen Cloud Grundlagen, Cloud Foundations, Cloud Entwicklung, Cloud Developing, Cloud Architektur, Cloud Architecting, Cloud Betrieb, wie gesagt, Cloud Operations. Einer der neuesten Kurse ist AWS Academy Machine Learning Foundations. Das heißt, dieser Einführungskurs führt die Teilnehmer in die Konzepte und die Terminologie der künstlichen Intelligenz und Machine Learning ein. Und es gibt noch den Kurs AWS Academy Data Analytics. Genau. Wie eben gesehen, genau, bietet AWS Academy verschiedene Kurse mit entsprechendem Lernmaterial an. Fast all diese Kurse münden in einer AWS-Zertifizierung und sind mit dieser eng abgestimmt. Die Grafik zeigt Ihnen verschiedene Lernpfade, die man gehen kann, wie diese am Ende auf eine AWS-Zertifizierung münden. Zum Beispiel hier der AWS Academy Cloud Foundations Kurs mündet in der AWS Certified Cloud Practitioner Zertifizierung zur Grundlage. Von dort aus kann man verschiedene Pfade oder auch Kombinationen der verschiedenen Pfade gehen, wie zum Beispiel Cloud Developing oder Cloud Architecting oder Cloud Operations, die wiederum zu den entsprechenden Associate-Zertifizierungen wie AWS Certified Developer, Certified Solutions Architect oder Certified Systems Administrator führen. Wenn wir nun kurz einen Blick in den Kurs AWS Academy Cloud Foundation, also Cloud Grundlage werfen. Wie gesagt, das ist ein Einführungskurs, bietet eine ausführliche Übersicht über Cloud-Konzepte, Kernservices der AWS Cloud, Sicherheit, Architektur, Preis und Support. Er hält in etwa, sind 20 Stunden Lerninhalte und bereitet die Studierenden auf die AWS Certified Cloud Practitioner Zertifizierung vor. Aufgrund seiner Grundlagen ist dieser Kurs Voraussetzung für alle anderen AWS Academy Kurse. Um diesen Lehrplan unterrichten zu können, muss eine Lehrkraft das AWS Certified Cloud Practitioner Zertifikat erfolgreich absolviert haben. Dieses Slide bricht den Cloud Foundations Lehrplan auf seine einzelnen Module runter. Sie sehen, es sind quasi 10 Module und in Summe sind es 1200 Minuten oder eben 20 Stunden an Lehrmaterial, die man durchgehen kann. Stichwort Kursleiterakkreditierung. Um Kurse zu unterrichten, müssen Lehrkräfte die AWS Academy Kursleiterakkreditierung erwerben. Für die Kursleiterakkreditierung müssen folgende 4 Schritte durchlaufen werden. Absolvieren eines AWS Academy Kurses, erwerben eine AWS Zertifizierung, eben zum Beispiel AWS Certified Cloud Practitioner oder eben auch das AWS Certified Solutions Architect Associate Zertifizierung und eben bestehen einer technischen Validierung bei mittleren Kursen. Nicht erforderlich ist die bei dem AWS Academy Cloud Grundlagen. Am Ende erhalten Sie dann die AWS Academy Kursleiter Akkreditierung. Das AWS Academy Team wird den einigen Kursleiter über den Akkreditierungsprozess begleiten. Lehrkräfte erhalten kostenloses Training und berufliche Weiterbildung, während Sie die AWS Zertifizierung und die AWS Academy Akkreditierung anstreben. Ich mache jetzt darauf ein. Wie können sich nun Bildungseinrichtungen Lehrkräfte für AWS Academy bewerben? Es geht hier ein paar Schritte zu absolvieren, bevor man Kurse an Studierende unterrichten darf. Die Teilnehmerkriterien der Hochschule sehen wie folgt aus. Die AWS Academy-Mitgliedschaft beginnt auf Ebene der Bildungseinrichtungen. Einrichtungen, die folgende Kriterien erfüllen, können sich bewerben. Das heißt, die Einrichtung bietet akkreditierte Studiengänge, Diplome, Zertifikate oder Weiterbildungsprogramme an. Die Studenten müssen über 18 Jahre alt sein. Der Antragsteller darf als zentraler Ansprechpartner seiner Einrichtung auftreten oder Name und Kontaktdaten der Person bereitstellen, die diese Funktion übernimmt. Stichwort hier Visiting Faculty. Hinweis, die Zertifizierungsprüfungen können auch von zu Hause oder aus Remote via Online-Proctoring gemacht werden.
Ich habe selbst eine meiner Zertifizierungen auf diese Weise gemacht und es war echt eine sehr positive Erfahrung. Sobald dann der Antrag der Bildungseinrichtung angenommen wurde, führt die Institution folgende Schritte durch. Sie akzeptiert die Programmbedingungen, benennt mindestens einen Lehrkraft für die Kursleiterakkreditierung und schlägt einen Unterrichtsplan, den sie sich vorstellen kann, an ihre Einrichtung zu unterrichten. Genau. Gehen wir mit rein. Jetzt. Genau, diese Grafik zeigt Ihnen einen Überblick an der Hochschulen aus den verschiedenen geografischen Regionen. Sie sehen links EMEA, Europa, North and South America und Asia Pacific, die bereits am IBS Academy-Programm teilnehmen. In Deutschland sind ein paar Hochschulen aktiv am IBS Academy-Programm beteiligt. Das wäre zum einen die Hochschule Landshut in Bayern, die Hochschule Ansbach in Bayern, die Hochschule Osnabrück in Niedersachsen, die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weil in Bayern und auch die Hochschule Trier in Rheinland-Pfalz. Genau, Professor Dr. Söldner wird Ihnen nun von der ABS Academy an der Hochschule Ansbach erzählen. Sehr gerne, vielen Dank, Florian. Genau, klickst du eine Folie bitte weiter? Na klar, wenn das System mich lässt. Sekunde, jetzt wird hier. Hervorragend. Ja, vielen Dank, Florian, für den sehr, sehr guten Überblick über das ABS Academy Programm. Ja, ich bin mit der Hochschule Ansbach ein glücklicher Teilnehmer an diesem Programm. Also glücklich sind vor allem auch unsere Studierenden. Ja, ich habe anlässlich, also vor 2 Jahren dann an die Hochschule Ansbach als Professor für Wirtschaftsinformatik und IT-Sicherheit berufen wurde, das mir bereits bekannte ABS Academy-Programm dann auch gleich eingeführt, weil mir die Vorteile sehr, sehr bewusst waren und auch von unseren Studierenden quasi mitgeteilt wurde, dass da ein hohes Maß an Interesse vorhanden ist. Wir produzieren unsere Studierenden primär für mittelständische Unternehmen im Raum Nürnberg. Da haben wir ein paar spannende, auch deutschlandweit bekannte Unternehmen, wie die DATEV oder den Sportartikelhersteller Adidas, die alle auch aktiv in der ABS Cloud sind. Das heißt also, wir als Fachhochschule sind wir natürlich dann auch gehalten, unsere Studierenden ideal auf die Tätigkeit in der Wirtschaft vorzubereiten, nach dem Bachelor- oder Masterabschluss. Ja, Hochschule Ansbach selbst. Ansbach liegt in der Nähe von Nürnberg, hat momentan rund 4.000 Studierende und in unseren IT-bezogenen Studiengängen Wirtschaftsinformatik und IT-Security sind insgesamt ca. 500 Studierende. Wir sind also gleich 2018 in dieses Academy-Programm eingestiegen und haben dann auch schon mehrere Kurse da entsprechend genutzt. Angefangen haben wir natürlich, um die Leute einfach mal abzuholen von ihrem bisherigen Kenntnisstand mit dem AWS Academy Cloud Foundations Kurs, der die Leute im Endeffekt mit ungefähr 2 Tagen Stoffinhalt, also so rund so 2 Semesterwochenstunden entspricht das, aufgleist auf Tätigkeiten im Cloud-Computing-Umfeld. Die wissen danach, was virtuelle Maschinen sind, wie man Netzwerke in der AWS Cloud betreibt, wie man Datenbanken aufsetzt und wie man hochskaliert, runterskaliert, automatisiert. Also es ist schon ein sehr, sehr guter Überblick, den wir da bekommen haben. Wir bieten aber gleichzeitig dann auch noch für in den Spezialisierungsfächern dann die Angebote Cloud Architecting und Cloud Development an. Und es gibt Überlegungen, ob man in spezialisierten Masterstudiengänge dann auch die Data Analytics und Machine Learning Kurse mit aufnimmt, weil das eine hervorragende Ergänzung zu unseren anderen Angeboten darstellt. Die Studierenden nehmen natürlich auch begeistert die Möglichkeit auf, Zertifikate zu erwerben, weil ich bekomme es selbst regelmäßig mit. Das kann echt ein ganz, ganz starker Differenziator sein, wenn die Leute dann auf den Arbeitsmarkt entlassen werden. Ja, ich kriege das von verschiedenen Bekannten, auch aus der IT- und Beratungsindustrie mit. Das kann den Ausschlag geben, wenn die Leute mit so einem Zertifikat kommen können, weil diese Zertifikate sind stark nachgefragt und auch aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades, den die ABS zugrunde legt, sehr, sehr wertvoll in der Industrie. Ja, ich bin auch in regen Austausch mit anderen Prof-Kollegen von anderen Hochschulen und unter anderem die von Florian erwähnte OTH Amberg-Weiden ist aufgrund unserer Gespräche mit eingestiegen. Witzigerweise hat mein Bruder Guido dort Kurse gehalten und zwar auch AWS für Data Analytics. Guido ist ein AWS-Urgestein, er ist AWS Champion Instructor und
hat in Informatik promoviert und die OTH Amberg Weiden da entsprechend aufgegleist. Also ich kann von unserer Warte, von einer Fachhochschule aus, nur das Beste über das AWS Academy Programm sagen. AWS stellt hier hervorragende Ressourcen und Laborumgebungen bereit. Und ich kann es nur Ihnen allen nahelegen, wenn das für Sie relevant ist, schauen Sie mal auf awsacademy.com oder kontaktieren Sie mich, kontaktieren Sie Florian Höll oder das AWS Academy Programm. Und es macht auf jeden Fall Sinn, hier mit aufzugleisen. Danke.